16.30 Uhr. Daniela ist 4 Jahre alt. Daniela hat AIDS, weil ihre Eltern es hatten und nicht wussten. Meine Damen und Herren, im dritten Teil des Berichtes über das Abenteuer Amazonas zeigen Jacques und Jean-Michel Cousteau nicht nur die Schönheiten dieser Landschaft, sondern berichten auch von den Schatten über der Wildnis. Der Fluch der Zivilisation hat ja leider auch dieses Gebiet schon eingeholt. Schönen Sonntagvormittag, meine Damen und Herren. Die innenpolitische Diskussion in dieser Woche war gekennzeichnet durch die Debatte um die Ladenschlusszeiten. Und zwar in veränderter Form, der Verkauf von Lebensmitteln am verlängerten Einkaufssamstag beim Konsum. Außenpolitisch Österreichs Position in den Verhandlungen gegenüber den europäischen Gemeinschaften. Wie viel an Mitgliedschaft wollen wir? Und dann natürlich eigentlich ein Thema, das die kommende Woche Schwerpunkt sein wird. Das Treffen zwischen dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow und dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan in Washington. Morgen beginnt ja dieser Gipfel. Zu Gast in unserer heutigen Sendung ist Herr Oberst Kotzak vom Institut für strategische Grundlagenforschung der Landesverteidigungsakademie in Wien. Herr Oberst, wenn wir kurz einmal die Ausgangsbasis dieser Verhandlungen in der kommenden Woche ansehen, was wird jetzt unterzeichnet? Es geht um die Mittelstreckenraketen. Das ist richtig. Es geht um die Beseitigung der sogenannten Intermediate Nuclear Forces. Das heißt, Raketen, landgestützte Nuklearsysteme mit einer Reichweite zwischen 500 und 5000 Kilometern. Und wie viel des nuklearen Potenzials bei den Russen und Amerikanern ist das? Je nach Zählweise und Zahlen, auf die sie aufbauen wollen, liegt das irgendwo in der Gegend zwischen 3 und 5% der vorhandenen nuklearen Gefechtsköpfe. Es bleibt also noch genug an Atom. Es bleibt noch genug. Schauen wir uns vielleicht zunächst einmal an. Die Vorauskommandos sind ja bereits Mitte dieser Woche nach Washington gekommen. Die Sowjetunion hat ihre Spitzenbeamten des Außen- und Verteidigungsministeriums in die USA entsandt, zunächst unter der Führung des stellvertretenden Außenministers.
Auf amerikanischer Seite herrscht dennoch eine gewisse Vorsicht, denn beim Gipfeltreffen vor einem Jahr in Reykjavik war der US-Präsident durch sowjetische Vorschläge praktisch überfahren worden. Diesmal gibt es noch ein Vorgeplänkel. Beide Seiten beschuldigen einander, wichtige bereits vereinbarte Informationen über Zahl und Stand von Raketen zurückzuhalten. Die Daten werden dann doch ausgetauscht. Wenn von sowjetischer Seite dann noch sphinxhaft festgestellt wird, auf dem Gipfel wird viel besprochen werden, dann fühlen sich die amerikanischen Journalisten verunsichert. Zur Vorausinformation dieser Woche zählt auch ein Fernsehinterview des sowjetischen Parteichefs. Dieses Interview mit einer amerikanischen Station wird auch fast zur Gänze in Moskau ausgestrahlt. Gorbatschow lässt das Ergebnis seiner Besprechungen mit dem amerikanischen Präsidenten in vielen Fragen als Ergebnis der persönlichen Gesprächsatmosphäre offen. Er zeigt sich aber optimistisch, mit der gegenwärtigen amerikanischen Regierung zu Resultaten zu gelangen. Go and what results we will achieve as a result of an exchange of views. We believe that it is possible to do a lot of work. Bemerkenswert ist Gorbatschows Abrücken von seinem bisherigen Standpunkt. Das amerikanische Weltraumprogramm SDI sei für ihn bei diesem dritten Gipfeltreffen kein Verhandlungsthema. Gorbatschow will über strategische Angriffswaffen sprechen, über deren Zahl und ihre mögliche Verringerung. Er will über den bereits ausgehandelten ABM-Vertrag sprechen, das sind jene Vereinbarungen zwischen den Russen und Amerikanern, die den Ausbau von Raketenabwehrsystemen beschränken. Es soll auch über Interkontinentalraketen gesprochen werden und dann noch einmal jene bemerkenswerte Stellungnahme. SDI wird von russischer Seite nur als Forschungsprogramm eingeschätzt und damit natürlich auch eingeschränkt. Ronald Reagan meldete sich in dieser Woche gleich zweimal über Fernsehen zu Wort. In einem Interview mit den vier größten Fernsehstationen der USA verteidigte er seine Bereitschaft, die Mittelstrecke.